Die weltweite Corona-Pandemie hat die Bekämpfung des Hungers weltweit noch einmal erschwert, denn Covid-19 betrifft insbesondere die Entwicklungsländer sehr, sehr hart. Wie schaffen wir es dennoch, die bald mehr als 10 Milliarden Menschen auf dieser Erde zu ernähren? Welche Ansätze gibt es in diese Richtung? Darüber will ich nun sprechen mit Professor Dr. Andreas Gransee, der sich sowohl wissenschaftlich, aber auch praktisch mit diesen Themen auseinandersetzt. Ja, Professor Dr. Gransee, vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurde ja geschätzt, dass jeder neunte Mensch auf der Erde hungert. Das sind über 800 Millionen Menschen. Und nun trifft Covid-19 ja insbesondere die Entwicklungsländer sehr, sehr hart. Was heißt das generell für die Bekämpfung des Hungers weltweit? Also es ist sicher klar, dass diese Covid-19-Pandemie es schwerer macht, dieses Ziel zu erreichen, weil gerade in vielen Entwicklungsländern die Voraussetzungen, um mit der Pandemie umzugehen, natürlich deutlich schlechter sind als in entwickelten Ländern. Und somit werden die Herausforderungen, um den Hunger zu bekämpfen, durch Covid-19 deutlich schwieriger werden. Also Sie sprechen dieses Ziel an, das die Vereinten Nationen vor einigen Jahren ausgerufen haben, nämlich den Hunger komplett zu bekämpfen, auf Null zu bringen. Es ist aus jetziger Sicht sicherlich ein schwieriges Unterfangen, oder? Ja, das ist ein sehr schwieriges Unterfangen, weil das war es ja auch vorher schon und das war auch natürlich ein sehr komplexes Thema. Und dadurch, dass viele logistische und auch kommunikative Kanäle von Covid-19 jetzt betroffen sind, wird das natürlich schwieriger werden. Das ist insofern besonders schwer, wenn man das vergleicht zum Beispiel mit einer Industrieproduktion, die ja kleinräumig ist und die auf ein bestimmtes Gebiet begrenzt ist, bedeutet ja landwirtschaftliche Produktion eben eine globale Herausforderung. Und somit sind natürlich auch gerade diese Länder, die sowieso schon Schwierigkeiten hatten, in der Hungerbekämpfung besonders betroffen. Und neben Covid-19 gibt es ja auch noch andere sehr wichtige Einflussfaktoren auf die Ernährungssicherung, Thema Klimawandel, Naturkatastrophen, Kriege, Konflikte. Auch diese nehmen ja eher zu als ab, so hat man zumindest den Eindruck. Also realistisch betrachtet wird auch dadurch die Zahl der Hungernden eher steigen als fallen, nicht? Zumindest werden weitere Anstrengungen nötig sein, damit dies nicht passiert. Besonders beim Klimawandel ist das ja, glaube ich, offensichtlich. Und wir haben das auch in diesem Jahr gesehen. Selbst in unserem engeren Umfeld hier in Deutschland ist Dürre und Wassermangel mittlerweile ein gravierendes Thema, was es vor 20 Jahren zumindest nicht in dem Maße war. Und wenn man das global sieht, ist das natürlich noch viel größerem Ausmaße der Fall. Und deshalb denke ich, und vielleicht kommen wir nachher nochmal darauf zu sprechen, was es für Anstrengungen bedarf und für Methoden, um dem entgegenzuwirken, hier auch völlig neue Wege zu gehen, um eben auch noch diese Herausforderung des Klimawandels, zu begegnen. Hinzu kommt noch, dass die Weltbevölkerung weiter ansteigt. Die Vereinten Nationen erwarten so bis zum Jahre 2050 einen Anstieg von aktuell etwas mehr als 8 auf rund 10 Milliarden Menschen. Also auch das stellt uns, das schiere Wachstum der Weltbevölkerung stellt uns auch schon alleine ja vor großen Herausforderungen, nicht? Ja, das ist unbestritten und das war ja auch in allen diesen Programmen schon Teil der Gleichung, die dort aufgemacht wurde, wie wird es uns gelingen, im Jahr 2050 eben diese Menschen, die zusätzlich noch auf dem Planeten sein werden, zu ernähren. Man muss vielleicht dazu sagen, man muss das vielleicht trennen zwischen der technischen Möglichkeit oder der technologischen Möglichkeit und dem, was Sie ansprachen, also Konflikte, Kriege und so weiter, die das ja zusätzlich erschweren. Also ich bin ziemlich überzeugt, dass technologisch es möglich sein wird, heute und auch in Zukunft diese Menschen zu ernähren. Damit meine ich, dass die Pflanzen und die Tiere, die dafür nötig sind, von ihrem Ertragspotenzial da sind. Das heißt, wenn wir dieses Ertragspotenzial in vernünftiger Weise ausnutzen können, wird es gelingen, diese Menschen satt zu machen. Also es ist, glaube ich, kein technologisches
Problem, sondern es ist eher ein Umsetzungsproblem in den einzelnen Regionen. Und das ist natürlich umso schwieriger, weil ich ja vor Anfang schon sagte, es muss in jedem einzelnen Land umgesetzt werden. Das ist jetzt nicht eine Frage, dass ich sage, ich mache das in zwei Ländern, dann kann ich die Welt ernähren, sondern jede einzelne Region muss diese Lösungen finden und umsetzen. Und das macht es so schwierig. Bei der sehr schwierigen globalen Lage, auch politisch und so weiter. Und zusätzlich natürlich noch durch Covid-19, klar. Und leisten vor Ort im jeweiligen Land muss das natürlich die Landwirtschaft. Und auch da sind die Voraussetzungen ja auch in jeder Region, in jedem Land höchst unterschiedlich. Sie sagen Ertragspotenzial ausnutzen. Das können sicherlich auch viele nicht. Aber was muss die Landwirtschaft tun? Oder was sind da die besonderen Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt? Beim Thema Landwirtschaft, was kann Landwirtschaft leisten? Was können Bauern leisten, um die Menschen satt zu bekommen in der jeweiligen Region? Also was, glaube ich, in vielen dieser Länder wichtig ist, wenn wir über die bäuerliche Bevölkerung sprechen, dann müssen wir uns auch ein bisschen über die Strukturen unterhalten. Die sind ja deutlich anders, als es in entwickelten Ländern sind. Viele oder die überwiegende Mehrzahl dieser landwirtschaftlichen Produzenten, sage ich mal, sind Kleinbauern. So, und diese Kleinbauern haben natürlich ganz unterschiedliche ökonomische Voraussetzungen verglichen mit einem Großbetrieb in Brasilien oder in den USA zum Beispiel. Das heißt, diese Menschen müssen befähigt werden, diese Produktion und diese Leistung auch zu erbringen. Und befähigt bedeutet hat drei Aspekte aus meiner Sicht. Das eine ist das, was ich vielleicht als technologisch sehen will, dass sie also die Betriebsmittel zur Verfügung haben, um dieses Ziel zu erreichen. Und bei Agrarproduktion ist das natürlich Saatgut, Düngemittel, Pflanzenschutzmittel und einige andere. Das zweite ist natürlich, sie müssen auch die finanziellen Mittel haben, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, sie müssen aus der Subsistenzwirtschaft rauskommen und Farming as a Business betrachten. Also als ein Geschäftsmodell, was für den Markt produziert und was damit natürlich hilft, nicht nur in ihrem unmittelbaren Umfeld Nahrungsmittel zu produzieren, sondern auch für den Markt dies zu tun. Denn ohne diese Überschussproduktion wird man das Ziel nicht erreichen. Also das Finanzielle ist das Zweite. Und das Dritte, was glaube ich oft unterschätzt wird, ist, sie müssen auch befähigt werden, indem das Wissen, was heutzutage existiert, zu ihnen gelangen kann, damit sie dieses Wissen, was ja in verschiedenen Regionen der Welt mittlerweile State of the Art ist, für ihre Verhältnisse anwenden. Also das Wissen muss in ihre Sprache übersetzt werden. Also ich glaube, das sind die drei wichtigsten Voraussetzungen, um überhaupt die Basis zu haben, das Ziel zu erreichen. Also es geht um Zusammenarbeit. Gemeinsam kann man mehr erreichen. Ein wichtiger Ansatz, um dort voranzukommen, um die lokale Landwirtschaft zu verbessern und dort die Erträge zu steigern. Kommen wir mal in die entwickelte Welt, also in die westlichen Länder. Dort steht eigentlich nach wie vor die konventionelle Landwirtschaft eher in der Kritik, insbesondere wegen Umweltthemen. Oft reduziert sich da die Diskussion immer auf Biolandwirtschaft versus konventionelle Landwirtschaft. Wie ist Ihre Meinung dazu? Wie schaffen wir es hierzulande, die Ernährung zu sichern und vor allem nachhaltig zu sichern? Ich denke, dass auch in entwickelten Ländern ein Umdenken einsetzen muss, was die landwirtschaftliche Produktion betrifft. Dazu gehört meiner Meinung auch, man muss weiter in Forschung und Entwicklung auch investieren, weil man sagt, okay, wir wissen schon alles und das ist nicht nötig. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es gibt viele, viele Fragen, auf die wir noch keine Antwort haben. Darauf muss fokussiert werden. Und es muss, und das will ich auch ganz klar sagen, jetzt ist das Wort vielleicht etwas abgedroschen, eine nachhaltige Lösung zu sein. Also man muss die Aspekte Klimawandel, Umwelt unbedingt mitdenken. Ich würde das nicht als Hemmnis ansehen, sondern ich würde es sogar als Chance ansehen, zu sagen, hier Lösungen zu entwickeln, die man dann vielleicht exportieren kann, also exportieren im Sinne von Wissenstransfer. Und ich glaube, das ist auch die Aufgabe in entwickelten Ländern, dies zu tun, denn die
anderen Länder, über die wir vorher sprachen, werden das nicht aus sich selber heraus. Also wir haben diese Verantwortung, einerseits Agrarproduktion nachhaltig zu organisieren hier, unter Berücksichtigung der Umwelt- und Klimaziele, ganz klar, da gibt es kein Vertun, und Lösungen zu entwickeln, die es in anderen Regionen der Welt helfen, dieses Ziel auch zu erreichen. Das ist, glaube ich, unsere Pflicht. Welche Rolle spielen Düngemittelproduzenten, wie eben auch K+S? Welchen Beitrag können Sie leisten zur Sicherung der Welternährung? Sie haben ja vorhin schon mal gesagt, kommt nicht nur auf ein Mehr an Düngemitteln oder ein Mehr an Pflanzenschutz an, sondern auf den richtigen Mix, auch auf Wissenstransfer. Was kann die Branche hier leisten? Ich glaube, da muss man zwei Aspekte sehen. Der eine Aspekt ist, wenn wir jetzt über Agrarproduktion in dem Sinne reden, die wir seit 100 Jahren kennen und die in Zukunft auch noch bestimmt sein wird, also Pflanzen zu produzieren und auch Tiere zu produzieren, die der menschlichen Ernährung dienen und dies hauptsächlich auf Feldern zu tun, also unter freiem Himmel, und das wird in den nächsten 50 und 100 Jahren auch so bleiben, bin ich ziemlich überzeugt, dass das ein wichtiger Teil sein wird. Dann müssen wir uns fragen, was brauchen Pflanzen und Tiere? Sie brauchen Mineralien und Nährstoffe. Ich glaube, obwohl das immer mal wieder in Frage gestellt wird, das ist unstrittig. Diese sind die Grundvoraussetzungen, um Pflanzen und Tiere zu produzieren. Und damit werden Hersteller solcher Produkte natürlich wichtig bleiben. Das ist gar keine Frage, weil es nicht ersetzbar ist. Und das Zweite ist aber, wie tue ich das? Und da gibt es durchaus natürlich noch Entwicklungsmöglichkeiten, die in folgende zwei Richtungen gehen. Das eine ist richtig, natürlich Produkte zu entwickeln, die passgenauer sind, als es in der Vergangenheit war. Die also die Zuordnung zu den Pflanzen zum Beispiel verbessern. Da gibt es ja Ansätze wie Fertigation und so weiter. Aber ich glaube, da gibt es noch viel mehr zu erkunden und zu erforschen. Da sind wir noch lange nicht am Ende. Und das Zweite ist natürlich zu sagen, was ist denn überhaupt der Bedarf zum Beispiel von Pflanzen? Wie kann ich das messen? Wie kann ich das in Zukunft bestimmen? Da werden neue Technologien wie Sensorik, Satelliten, Algorithmen eine deutlich größere Rolle spielen, sodass man sagen kann, ja, Düngemittel werden wichtig bleiben oder vielleicht sogar noch wichtiger werden, aber wir müssen sowohl an der Produktseite als auch an der Applikationsseite besser werden, um die Ressourceneffizienz auch bei diesen Produkten zu erhöhen. Das ist ganz klar. Dann runden wir unser Gespräch mal ab. Was kann jeder Einzelne von uns tun, um einen Beitrag zur Sicherung der Welternährung zu leisten? Das ist natürlich jetzt eine ziemlich schwierige Frage, aber ich glaube, wenn wir jetzt uns hier sehen in Deutschland, ist an erster Stelle die Verschwendung von Lebensmitteln einzugrenzen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig an, aber es ist wirklich das Hauptproblem hier. Und das betrifft ja nicht nur den privaten Verbraucher, sondern wenn Sie jetzt natürlich in Supermärkte und so weiter gehen und überlegen, wie viel Lebensmittel dort vernichtet werden, die vorher produziert wurden, ist das ein substanzieller Beitrag dazu. Ich weiß, dass das schwierig ist und ich weiß, dass das natürlich auch erfordert, das Konsumverhalten jedes Einzelnen zu ändern. Aber ich glaube, das ist in unserer eigenen Hand, dies zu tun. Ja. Und ich muss auch ganz klar sagen, die Frage, wie viel Wert haben denn Lebensmittel oder wie viel Wert sind uns Lebensmittel, das ist in unseren Breiten auch ein bisschen aus dem Fokus geraten, wenn Sie die Diskussion jetzt auch gerade wegen während der Corona-Probleme gesehen haben über Billigfleisch und alle diese Dinge. Ich will das gar nicht im Einzelnen vertiefen, aber ich glaube, Lebensmittel haben einen Wert und dieser Wert muss wieder ins rechte Verhältnis gerückt werden. Also wir halten fest, es geht nur gemeinsam auf dieser Welt, um eben die Ernährung der ständig steigenden Weltbevölkerung zu sichern. Herr Professor Panse, vielen Dank für dieses Gespräch. Gerne.